So, hallo meine Lieben, an alle Sternzeichen natürlich jetzt schon mal vorweg, obwohl ich das hinterher drehe, aber ist egal, vorweg. Ich habe mir überlegt, Dezemberlegung, ne, kommen wir ja gleich zu, seht ihr ja gleich im Anschluss. Kurz und knapp, ich habe für euch ein spezielles Angebot für Privatlegung und zwar für eine Jahreslegung für euch. Und zwar mache ich euch da einen super Preis. Ich habe mir das lange hin und her überlegt, aber es ist jetzt dieses Jahr so viel passiert, auch bei mir. Und ich weiß, dass auf der einen Seite nächstes Jahr auch so ein besonderes Jahr werden wird und deswegen für euch Einzellegung, ne? Also nicht kollektiv, also die mache ich vielleicht auch noch fürs komplette Jahr, aber das ist ja dann fürs Kollektiv. Aber wenn ihr eine Einzellegung, eine Jahreslegung für euch haben wollt, und zwar für jeden Monat, biete ich euch das jetzt an für 75 Euro. Ich weiß, es ist ein Knallerpreis. Das werdet ihr wahrscheinlich auch so schnell nicht finden. Aber wie gesagt, ich habe lange mit mir herumlamentiert und ich glaube, dass viele von euch das gebrauchen können, um sich einen groben Überblick für sich persönlich zu schaffen für nächstes Jahr. Was könnte da kommen? Was könnte angesprochen werden? Womit müsst ihr rechnen? Was positiv natürlich auch, ganz klar. Und ja, das möchte ich euch auf diesem Wege anbieten. Also 75 Euro Jahreslegung könnt ihr über meine Webseite buchen. Wenn ich das jetzt momentan noch nicht direkt drinne habe über PayPal, dann wäre es schön, weil ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel ich dann natürlich dann habe Anlegung. Ich kann das natürlich nur eins nach dem anderen machen. Oder wir machen das am besten ganz anders. Geht über meine Webseite, da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse und schreibt mich da bitte an. Und zwar könnt ihr das dann auch über PayPal bezahlen. Ich gebe euch dann die Daten dementsprechend als Rückinfo dann per E-Mail dann weiter. Oder ihr könnt mir das auch per normale Überweisung praktisch auch überweisen. Weil ich werde sowieso nicht von einem Tag auf den anderen dann dazu kommen, die Jahreslegung für die Einzelnen alles zu machen. Das nimmt ja dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich würde das für euch dann auf Video aufnehmen und euch auf YouTube zur Verfügung stellen, weil ihr guckt ja jetzt auch sowieso YouTube. Den Link bekommt ihr dann von mir. Das hat bis jetzt eigentlich auch immer geklappt, sag ich mal, solange man ein YouTube-Konto hat oder so. Und ansonsten gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Ja, wie gesagt, schreibt mich bitte, wenn ihr euer Interesse daran habt. Also dieses Angebot steht jetzt von Zeit dieser Veröffentlichung jetzt hier bis, sag ich mal, Ende Dezember, bis zum 31. Ja, bis zum 31.12. steht dieses Angebot für 75 Euro, lege ich euch eure Jahreslegung. Bei Interesse bitte über meine Webseite, über die E-Mail-Adresse mich anschreiben und dann melde ich mich so schnell wie möglich bei euch zurück. Ja, und jetzt sehen wir uns gleich bei euren Legungen. Danke! So, hallo meine lieben Fische, ich begrüße euch, Fische-Aszendenten. Willkommen zur Legung Dezember 23. Ja, es ist doch Wahnsinn, ne? Wir haben schon wieder Dezember. Das Jahr rannte nur so. Ich habe das letzten Monat schon gemacht. Also ich konnte das immer gar nicht, ich kann das immer irgendwie noch nicht so ganz fassen. Aber ja, jetzt seid ihr dran. Wir wollen mal gucken, was bei euch im Dezember los ist. Ich habe schon ein paar Karten gezogen. Denkt bitte daran, dass es eine allgemeine Legung kann und wird nicht auf jeden zutreffen. Ich versuche es immer so allgemein wie in irgendeiner Weise möglich zu machen. Wenn ihr selber eine Legung haben wollt, also eine Privatlegung, könnt ihr problemlos über meine Webseite buchen. Ob das jetzt Liebeslegung, allgemein ist, beruflich, das ist vollkommen egal. Ich werde auch für die Allgemeinheit noch versuchen, eine Jahreslegung zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Die Monatslegung auf jeden Fall. Ich gucke mal, ob ich es im Dezember noch mit reinquetschen kann. Es wird auch noch ein besonderes Angebot kommen. Entweder packe ich das für diesen Monat ja schon mit rein, könnte ich eigentlich, dann drehe ich aber extra ab. Das ist nochmal ein spezielles Angebot für, ja, Jahreslegung für den Einzelnen, sagen wir das mal so. Und da mache ich euch einen Spezialpreis.
So, wir legen jetzt einfach mal los. Welche Energien habe ich hier für euch? Ich sehe hier und habe hier den mystischen Schamanen einfach nur, weil es ist ja ein bisschen weiter weg hier. Manchmal sieht man das nicht. Der ist dann hier auch noch draufgefallen. So. Der mystische Schamane, da geht es um deine Träume und um deine Wünsche. Diese nehmen Gestalt an. Also ihr beschäftigt euch da mehr mit. Und vielleicht kommt ihr da zu einem Ergebnis, wo ihr, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wo ihr, wie soll man das sagen, nimmt Gestalt an, mehr als du dir vielleicht zu träumen gewagt hast. Also sehr positiv, meine ich jetzt. Ne? Es kann hier und es geht hier auch um Arbeit und um eure Berufung. Die Berufung zur Arbeit zu machen, eure Arbeit zu eurer Berufung zu machen. Sich zu etwas berufen zu fühlen. In diese Richtung hat, vielleicht wollt ihr euch mit irgendwas selbstständig machen. Das kann was Kreatives sein, es kann auch Kartenlegen sein, Kaffeesatz, also ich war irgendwie sowas, wo ihr euch zu berufen fühlt. Das Witzige ist, wir haben hier noch die Magie der Erde ist hier noch gefallen. Diese Karte habe ich ehrlich gesagt noch nie gehabt. Das ist die 1 auch noch. Da schaue ich mal eben für euch nach. Normalerweise kenne ich schon sehr viele davon, aber die habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehabt. Und vor allen Dingen dadurch, dass das wieder die 1 ist, aber ich habe das Buch hier, ich muss nur mal eben gucken. Also die Schlüsselthemen bei dieser Karte, geerdet sein in der Natur, an Ort der Stille und des Dunkels sein, an dem alles seinen Ursprung hat und wo die Essenz erstmals vor ihrer Manifestation entzündet wird. Okay, also hier ist Magie im Spiel. Das kann auch sein, dass ihr euch plötzlich zu etwas berufen fühlt. Und das Gefühl, dass du eben auch ein Teil der Erde bist und sie ein Teil von dir ist. Also es hat auch wieder etwas mit Erdung zu tun, zu sich selber finden. Jetzt, wo ich das hier lese, ja, dann erklärt sich da auch bei mir das andere. Ich lese euch jetzt nicht den ganzen Text vor, ich weiß schon, worum es hier geht. Vom Mystischen, mystische Momente ist gefallen, wer bin ich und innere Stärke. Und von der Akasha-Chronik die höhere Perspektive. Ist das nicht witzig? Sinnfragen, wer bin ich, was will ich noch? Welche Träume, wozu fühle ich mich berufen? Wo bin ich angebunden? Euch wird hier sehr viel bewusst werden. Und ihr findet zu eurer inneren Stärke zurück, wenn da irgendetwas gewesen ist. Also ich glaube, jetzt im Dezember, ist also bis jetzt bei jedem Sternzeichen, das ich gelegt habe, geht ganz, ganz viel in Heilung und darf jetzt gehen und wendet sich zum Positiven und es geht endlich wieder vorwärts, auch wo man das Gefühl hatte, dass man in der Sackgasse steckte und so weiter. Deswegen waren jetzt auch die ganze Zeit diese Heilungsenergien. Und dann wurde man nochmal mit dem Kopf drauf gestoßen und wurde nochmal drauf aufmerksam gemacht. Ihr versteht, was ich meine, ne? Dieses höhere Perspektive. Gib deine begrenzte Sichtweise auf und verschiebe deine Energie in eine höhere Perspektive. Versuch das mal aus einem anderen Blickpunkt zu betrachten. Dann haben wir hier, das Witzige ist, dass ich hier von den Engeln noch, der Engel des tieferen Sinns ist hier gefallen. Jede Situation, die passiert und jeder Mensch, der in dein Leben tritt, erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. Dein Engel wird dir dabei helfen, diese Bestimmung zu entdecken. Hier. Auch wenn es sich für dich nicht gleich erschließt, ist es dein Lebensweg. Danke, hier sind wir wieder bei der Berufung, auf dem du gehst und alles hat seine Richtigkeit. Die Botschaft deines Engels. Vertrau dir, dem Universum und dem Engel, so wirst du die Bedeutung irgendwann verstehen. Wer bin ich? Wo will ich meinen Anker schmeißen? Segel ich da oben noch so rum? Ne? Diese Sinnfrage, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich?
bin ich noch bei mir? Muss ich wieder zurück zu mir finden? Ne? Also diese Sinnfragen. Und wir haben hier noch den Engel der Leidenschaft. Und der regt dich dazu an, mit der ganzen Kraft deines Herzens zu lieben und zu leben. So kannst du die Vielfältigkeit des Lebens auskosten und genießen. Richte deine Gedanken, Worte und Handlungen auf ein Ziel und packe die Dinge mit Begeisterung an. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Wahnsinn, ne? Ich habe für die anderen hier noch verborgene Welten gezogen, aber da wollte bei euch einfach keine Botschaft fallen und dann lasse ich das auch so. Das ist auch von den Karten jetzt nicht böse gemeint. Da war dann keine Botschaft mit drinne. Das hier ist im Grunde genommen, sagt schon alles. So, jetzt lege ich die Lenormand-Karten nochmal für euch. Für die Fische bitte. Na. Da kommt aber was raus hier. Oh ja. Wir haben hier die Sexualität, wir haben hier die Behörde und wir haben den Baum. Da sind einige Themen bei euch. Gucken wir mal. Der Bär, der Park. Da muss ich mir gleich mal einen Reim draus machen. Für die Fische. Kraft und Stärke. Treffen, unterwegs treffen, nach außen gehen, etwas verkünden, etwas mitteilen. Ich frage da gleich nochmal nach. Nee, nicht so hier. Ich mische jetzt noch einmal durch. Habt ihr für die Fische hier aus diesem Stapel noch Botschaften? Dann zeigt euch jetzt. Aha. Okay. Das Internet. Gut, dann fragen wir nochmal nach mit meinen anderen Lenormand-Karten auf die Sexualität, die Behörde, auf den Baum. Für den Bären. Also es sind hier anscheinend verschiedene Themen bei euch jetzt. Okay. Und für das Internet? Seid ihr selber. Okay. Dann möchte ich gleich noch hierzu noch was wissen. Witzig. Der ist vorhin schon mir rausgefallen hier. Eine muss ich noch ziehen, Sachen. Nee. Okay, sehr schön. Also, alles wird positiv ausgehen für euch. Das kann ich so mal schon mal sehen. Hier geht es wirklich um Dankbarkeit. Hier geht es um einen Neuanfang, spirituell gesehen, Berufung finden. Das passt für mich. Hier ist noch eine unbekannte Variante mit dabei, hat aber ganz viel bei euch mit Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zu tun. Die Sexualität kann natürlich dafür stehen, euch auch wieder so zu sehen. Wie soll ich das ausdrücken? Hier kommt jetzt Bewegung rein. Ich glaube, dass ihr euch selber, so wie ihr seid, wieder annehmt. Also nicht, dass ihr jetzt unterwegs seid da und einen Flirt nach dem anderen habt. So empfinde ich das hier nicht. Ich empfinde das, ich möchte dazu noch eine Karte haben. Ihr werdet hier jetzt Wissen über euch selber erlangen. Dass ihr euch in eurer Haut, genau das wollte ich sagen, dass ihr euch in eurer Haut wieder wohlfühlt. Dafür werdet ihr jetzt etwas tun, da kommt Bewegung rein. Dann haben wir hier die Behörde, das kann natürlich alles möglich sein. Gerichtsverfahren, Schreiben, irgendwas, was ihr erwartet. Es könnte sein, dass hier noch Streitgespräche stattfinden, dass hier noch Kommunikation stattfinden muss. Auch dazu möchte ich bitte noch eine
Ja, da habt ihr verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, das werdet ihr in diesem Gespräch, was ihr wegen irgendwelchen behördlichen Sachen führen werdet, herausarbeiten hier. Aber ich glaube, das wird für euch nicht negativ. Ich sehe hier, wir haben hier den Baum, der steht ja für Gesundheit, etwas entwickelt sich gesundheitlich oder auch es wird, es verwurzelt sich etwas, es wächst gesund. In dem Hinblick werdet ihr etwas hinter euch lassen. Der Sarg bedeutet nicht immer, dass man jetzt stirbt, sondern dass hier etwas beendet wird, dass hier endlich etwas sein Ende hat. Das kann in gesundheitlicher Sache stehen. Oder dass ihr etwas begreift, dass ihr etwas loslassen müsst. Irgendwie so. Dann haben wir hier den Bären. Der Bär steht für Kraft, für Selbstsicherheit, dass man weiß, man ist, oder dass man eine Autorität ist, dass man weiß, was man will. Ich glaube, oder es steht für jemand im Außen. Und ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass ihr in finanziellen oder entweder in Gefühlsangelegenheiten, Anwalt, Beziehung hin und her, oder in finanziellen Angelegenheiten eine entsprechende, ja, Anwalt, keine Ahnung, in Anspruch nehmen werdet, oder der oder diejenige wird euch auf jeden Fall dabei helfen. Es ist auf jeden Fall eine Autoritätsperson. In irgendwelchen ich glaube, dass es hier um finanzielle Angelegenheiten geht. Ich glaube, weil ich sonst hier da nichts drin liegen habe, was Liebe oder so angeht, glaube ich, dass es hier um finanzielle Angelegenheiten geht. Öffentlichkeit und neue Wege gehen. Dann haben wir hier das Internet, World Wide Web. Und ihr selber. Also die Dame steht in dem Sinne geschlechterunabhängig für euch. Das seid ihr selber, ob ihr nun Mann oder Frau seid, ist egal. Ihr selber, ich versuche das jetzt mal hier zusammenzufassen, wie ich so reinbekomme. Ihr selber werdet im Internet unterwegs sein, euch Informationen holen, habe ich hier das Gefühl. Und durch die Öffentlichkeit werdet ihr werdet hier nach außen gehen, euch da wahrscheinlich auch Hilfe suchen. Ich möchte da bitte noch mal zu diesem Internet eine Botschaft bitte für haben. Da werde ich jetzt momentan nach außen angebunden sein, kann auch sein, ne? Dieses nach außen gehen, nach außen handeln. Nee, das sind mir ein bisschen zu viele Karten. Ich werde das mal anders machen. Für das World Wide Web hier möchte ich bitte noch eine Zusatzkarte haben. Sicherheit. Euer Internet sichern. Oder ihr seid im Internet unterwegs und sucht da die Sicherheit in irgendeinem bestimmten Thema. Gespräche, altes Abschließen, finanzielle Angelegenheiten, wieder zu euch selber zu finden, neue Wege zu gehen. Wir haben hier den Neuanfang, wir haben hier die Dankbarkeit liegen. Dann haben wir den Vater und der Vater spricht immer für mich, weil er guckt jetzt hier nicht jetzt unbedingt freundlich, entweder ein Vaterthema. Und das Witzige ist, als ich vorhin diese Karten, ne, ich mische die ja immer einmal durch, ist der rausgefallen. Den habe ich jetzt auch schon mal in einer anderen Legung gehabt. Und ich weiß nicht, ob das beim, ich glaube, es war beim Wassermann, oder? Könnte beim Wassermann gewesen sein, ich könnte es jetzt nicht mehr sagen. Auf jeden Fall irgendein Vaterthema. Über irgendetwas wollt ihr euch Sicherheit verschaffen und das tut ihr irgendwie übers Internet, vom Computer aus,
besorgt ihr euch irgendwie Informationen, habe ich hier so das Gefühl. Eine unbekannte Person spielt hier noch eine Rolle und hat etwas, guck mal, wir haben hier Arbeit, Berufung, Magie, wir haben hier spirituell und wir haben hier Selbstbestimmung, höhere Perspektive, wer bin ich, wo will ich hin, aber wir haben hier die Erfüllung. Also entweder sind es hier Personen, die sich da auf der einen Seite, sag ich mal, momentan noch finanzielle Sachen zu regeln haben, sich da praktisch an jemanden entsprechend eine Person wenden, die Ahnung davon hat. Die anderen haben eventuell gesundheitliche Sachen, was hier irgendwie jetzt aber hinter sich gelassen wird. Und die anderen haben hier eine behördliche Sache. Es kann natürlich auch alles in irgendeiner Weise zusammenhängen, weil die leben manchmal wirklich ja so Multikulti sind, sag ich jetzt mal. Es passiert ja nicht immer nur eine Sache im Leben, womit man zu tun hat, sondern es sind ja meistens immer sehr drin. Ihr werdet auf jeden Fall euch Wissen sammeln. Vielleicht auch, um das alles letzten Endes unter einen Hut zu bekommen. Gesundheitlich etwas gesund aufzubauen, dafür ist es bedingt, sag ich mal, dass man etwas hinter sich lässt oder man hakt es jetzt definitiv ab, weil es sich definitiv totgelaufen hat. Hier spielt noch eine Behörde eine Rolle, wo man noch Gespräche führt, wo man aber mehrere Möglichkeiten hat. Das können auch Streitgespräche sein. Aber das ist auch eine Autorität, den wir hier auch noch haben. Und das hat mit gesundheitlichen Fragen eventuell auch zu tun. Aber auch, ob das, wenn es auf die Gesundheit gesagt ist, sag ich mal, wo man auch die finanziellen Mittel für zu haben muss. Vielleicht wollt ihr eine Kur machen oder in Urlaub fahren oder irgendwie so, könnte ich mir auch vorstellen. Hier wird aber, hier soll man auch eine höhere Perspektive einnehmen. So bekomme ich das jetzt hier rein. Wer bin ich? Brauche ich das überhaupt für mich? Diese Sicherheit, die ich hier suche. Auf jeden Fall wird hier eine Entscheidung getroffen. Nicht für dich alleine, sondern in die Öffentlichkeit, also mit den anderen zusammen. Ich kann es anders jetzt nicht definieren. Auf jeden Fall macht ihr euch Gedanken darüber, über eure Lebensgestaltung und wie das bei euch weiterlaufen soll. Und ihr wollt es selbstbestimmt machen. Es hat noch mit einer unbekannten Person zu tun, die ihr offizielle Person vielleicht, das hat hier vielleicht damit etwas zu tun. Und auch irgendwie mit eurem Vater oder mit der Vergangenheit oder mit Gedanken oder falschen Mustern oder irgendwie so. Sehr interessant. Schreibt mir das bitte gerne mal rein. Ihr wisst es meistens besser einzuordnen wie ich. Nehmt natürlich das mit, was euch auch letzten Endes anspricht. Es kann hier aber auch mehrere Szenarien angesprochen sein. Es muss jetzt nicht unbedingt eins sein. Auf jeden Fall werdet ihr zu eurer Erfüllung kommen. Also dieses, ihr wollt hier, ich habe das Gefühl, als wenn ihr so ein Tabula Rasa macht. Ne? Also dieses so, ich will das jetzt wissen. Und die Magie ist mit euch. Eure Träume, eure Wünsche, was ihr habt, ihr seid jetzt echt dabei, das auch zu verfolgen. Hier wirklich eine Stufe weiter nach oben zu steigen, habe ich so das Gefühl. Dieses Ja, da bleibe ich jetzt bei, das bin ich. Wer bin ich eigentlich? Wer, das und das bin ich. So, das, ich will in meine innere Stärke zurück. Ich weiß nicht, wie ich euch das anders rüberbringen sollte, aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Schreibt mir das bitte gerne mal rein. Dann bedanke ich mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Ciao!